أحبائي خذوا مني سلامي، يا رب عليكم مثل السحاب. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Please stop on your finger. Ashhadu ala ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. It's okay. Kennst du die Bedeutung? Das bedeutet, was du jetzt gesagt hast, glaubst, ich bezeuge, dass nur Allah einzig allein die Anbetung vergeht und nichts darf neben ihm angebetet werden. Nur einzig er, ich werde ihn anbeten, und ich bezeuge auch, dass der Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Gesandte Allahs Prophet, und dass du wirst seinem Weg folgen, dass er alles, was er gesagt hat, du bestätigst es und du betest Gott so an, wie er es angebetet hat. Du hältst dich an seine Gebote und verlust. Das ist das. Okay, so you repeat again with me in the Shahada. Ashhadu ala ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. محمد عبده ورسوله. Das heißt, ich bezeuge mit meiner vollen Überzeugung, dass Allah der wahre Anbetungswürdige ist und niemand mit ihm angebetet werden kann und nicht beigesetzt werden kann, und dass Muhammad sein Gesandter ist. Kannst du diesen Satz wiederholen oder schaust du das? Bitte schön. Bezeuge, dass Allah einzig Anbetungswürdige ist. Und dass Muhammad sein Gesandter ist. Allah, 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 Allah